Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Hallo und herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 86 am 28. August 2019. Und Corinna, stimmt das überhaupt? Ist es Folge 86? Ja, es ist Folge 86. Okay, siehst du, ich bin ganz aufgeregt, weil hier nämlich unmittelbar vor der Sendung dramatische Dinge passiert sind, über die wir gleich auch sprechen werden. Da bin ich etwas mit den Zahlen durcheinander gekommen. Okay. Aber wie auch immer, wir sagen erstmal Hallo. Ich bin Konstantin von Linden und mir gegenüber sitzt... Ja, Corinna Budras. Ja, also die Ereignisse überschlagen sich. Boris Johnson will das Parlament in Urlaub schicken, um seine Brexit-Pläne durchzuboxen. Und das haben wir jetzt noch schnell in die Sendung genommen. Vielleicht plaudern wir gleich noch mal ein bisschen darüber, wie das überhaupt möglich ist, was das für merkwürdige Regeln sind und was davon zu halten ist. Das wird gleich der Anfang der Sendung sein. Und dann geht es den Unternehmen an den Kragen, also Gammelfleisch, Schummeldiesel, was hatten wir noch alles, schwarze Kassen. Das reicht dem Gesetzgeber jetzt mal und deswegen will die Bundesregierung ein eigenes Strafrecht für Unternehmen und Verbände einführen. Das hat die neue Bundesjustizministerin Christine Lamprecht vergangene Woche angekündigt und wir stellen die neuen Regeln vor und begrüßen nachher im Podcast noch Frau Kämpfer. Frau Simone Kämpfer ist ehemalige Staatsanwältin, Strafverteidigerin und nun Anwältin bei Freshfields Bruckhaus Deringer. So, und dann schauen wir auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf, die mich ganz besonders freut. Ja, und Facebook auch. Also Konstantin und Facebook sind ein Herz glücklich. Und eine Seele. Marc und ich. Ja, das Bundeskartellamt wollte nämlich dem amerikanischen Konzern und Konstantin, so scheint es immer, an den Kragen. Aber was viele übrigens auch schon sehr mutig damals fanden, aber damit sind sie jetzt nicht durchgedrungen und das besprechen wir nachher mal. Und dann gibt es natürlich noch ein gerechtes Urteil. Das ist also in aller Kürze unsere Sendung und jetzt tauchen wir mal ein in das, was Boris Johnson, der neu bestimmte Prime Minister vom Vereinigten Königreich, denn so vorhat. Ja, also das ist, wie gesagt, jetzt eine knappe Stunde vor der Sendung überhaupt erst bekannt geworden, dass er beabsichtigt, das Parlament zu beurlauben, wird es oft ins Deutsche übersetzt. Ich bin mir aber gar nicht ganz sicher, ob das wirklich der richtige Begriff ist. Also jedenfalls möchte er dafür sorgen, dass das britische Parlament in der Zeit zwischen dem 10. September und dem 14. Oktober nicht zusammentreten kann. Warum? Naja, nicht etwa, weil er jetzt irgendwie den Parlamentariern einfach mal eine Auszeit gönnen wollte oder so, sondern natürlich, weil das die letzten entscheidenden Wochen vor dem Brexit sind. Der tritt am 31. Oktober in Kraft, sofern sich nichts ändert, es keine Verlängerung gibt oder ähnliches. Und die Lage in der britischen Politik ist zerfahren wie eh und je. Also es gibt keine Mehrheit für einen No-Deal-Brexit, es gibt aber auch keine Mehrheit für irgendeine Alternative. Und er fürchtet wohl, also er selber, Boris Johnson, ist durchaus bereit, nach allem, jedenfalls nach seinen öffentlichen Äußerungen, einen No-Deal-Brexit durchzuziehen. Ja, anders wäre es ihm lieber, aber er sagt, den Deal, den wir gerne hätten, den kriegen wir eben nicht. Also ziehen wir das durch, aber er fürchtet eben, und das wohl auch zu Recht, dass das Parlament ein Gesetz verabschieden würde, das ihn daran hindern könnte. Und diesem wiederum möchte er zuvorkommen, indem er das Parlament aussetzen lässt für einige Wochen. Und das wirkt natürlich zunächst mal ganz ungeheuerlich. Ja, also das klingt wirklich wie eine unfassbar Dampframmen-Aktion, die jetzt ja auch Boris Johnson vielleicht nicht so uneigen ist. Ja, also das tut er vielleicht manchmal, aber das ist schon wirklich ziemlich starker Tobak, ne? Ja, also erstmal einfach rein technisch zu erklären, wie das überhaupt funktionieren würde. Das britische Parlament hat üblicherweise in etwa einmal pro Jahr so eine Unterbrechung. Also die haben so eine
Session nennt sich das im Englischen. Ich weiß nicht genau, was die akkurate deutsche Übersetzung wäre. Die dauert üblicherweise ungefähr ein Jahr, wird dann unterbrochen für einen relativ kurzen Zeitraum, dann ist die nächste Session. Diese Sessions können auch verlängert werden. Aktuell ist das so der Fall. Die momentan immer noch laufende Session zieht sich schon seit 2017, was natürlich mit dem Brexit zusammenhängt, weil man da quasi nie irgendwie Zeit für eine Atempause gehabt hat. So, und bei dieser Session muss man mal sagen, wenn die zu Ende ist, dann endet auch alles andere, also alle Gesetzesvorhaben, die auf den Weg gebracht sind, aber noch nicht in trockenen Tüchern, sind mithin passé. Genau. Und während die eine Session quasi zu Ende ist, aber die nächste noch nicht angefangen hat, kann das Parlament eben nicht zusammentreten und nichts machen. Und nun möchte Boris Johnson also erzwingen, dass diese Session am 10. September enden soll. Wie kann er das machen? Er macht das, indem er, also er kann es nicht aus eigener Machtvollkommenheit tun, sondern letzten Endes muss es die Queen tatsächlich anordnen. Aber die Queen folgt in aller Regel, eigentlich kann man sagen, immer den Vorschlägen der Regierung, weil sie einfach apolitisch ist und natürlich irgendwie auch sein soll. Ja, also ich meine, es ist ja irgendwie natürlich, mutet es anachronistisch an, dass die Queen, die ja nun in keiner Weise demokratisch legitimiert ist, sondern eben noch ein Überbleibsel aus aristokratischen Zeiten, überhaupt irgendwie mitreden dürfen sollte bei ganz wichtigen Entscheidungen, die die Geschicke des englischen Staats betreffen. Und sie darf das zwar, sie ist diejenige, die diese Entscheidung letzten Endes fällt, aber weil sie selber natürlich weiß, dass sie jetzt nicht wirklich ernstlich Politik gestalten kann, weil das natürlich keine Akzeptanz finden würde in der heutigen Zeit, folgt sie einfach den Empfehlungen der Regierung. Das heißt, es ist letztlich eine Formsache. So zumindest bisher immer. Das ist übrigens auch wirklich interessant und ein Riesennachteil gegenüber unserem Modell, weil selbstverständlich der Bundespräsident natürlich Gestaltungsspielraum hat, ihn auch durchaus nutzt, ja, und Leute und auch die Regierung mitunter auch zur Raison ruft. Das ganz legitimerweise, aber die Queen tatsächlich ganz anders. Selbst in so einem dramatischen Fall, wo man ja sagen kann, hat er sie eigentlich noch alle. Ja, also der Bundespräsident, der muss in Deutschland auch oft ganz am Ende des Gesetzgebungsverfahrens, wenn alles schon durch ist, alle haben zugestimmt, alles ist fertig, dann muss er es noch unterzeichnen. Und das kann er zum Beispiel auch verweigern. Das macht er natürlich auch fast nie, weil es auch irgendwie ein Übergriff wäre, aber es ist schon vorgekommen. Aber gut, der Bundespräsident hat natürlich auch immerhin noch etwas mehr demokratische Legitimation als die Queen. Also jedenfalls bisher war das immer so. Jetzt ist das hier, dieses Ansinnen von Johnson natürlich ein solcher Ausnahmefall, dass ich keine Prognose abgeben möchte, ob die Queen es sich in dem Fall vielleicht mal doch anders überlegen könnte. Aber gehen wir mal davon aus, sie täte das nicht. Dann würde also tatsächlich diese Unterbrechung in Kraft treten. Dann wäre zwar, sie soll dann plangemäß irgendwie am 14. Oktober enden. Dann wären also noch 2 Wochen Zeit bis zum Brexit, aber das würde wohl mutmaßlich nicht mehr reichen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann das irgendwie sein? Kann man das nicht verhindern oder dergleichen? Eine Sache, die sicherlich passieren ist, dass es ein Misstrauensvotum gegen Johnson geben wird. Ja, das ist ja ohnehin schon geplant, ne? Für diese Woche. Ist es für diese oder für nächste? Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber jedenfalls in beiden Fällen noch vor dem Zeitpunkt, wo dann das Parlament quasi ausgesetzt werden soll. Und dieser Umstand wiederum könnte natürlich auch Auswirkungen auf die Bereitschaft der Queen haben. Weißt du, also sozusagen, wenn ich halt vom Regierungschef diesen ohnehin schon relativ ungeheuerlichen Wunsch angetragen bekomme und gleichzeitig ein Misstrauensvotum gegen diesen Regierungschef läuft oder unmittelbar stattzufinden im Begriff ist, dann spräche ja vielleicht doch manches dafür, zumindest den Ausgang dieses Misstrauensvotums abzuwarten. Denn einer Regierung, die quasi vielleicht gerade auf dem Weg nach draußen ist, würde man vielleicht nicht mehr die Hand reichen wollen, noch diesen letzten Akt sozusagen durchzusetzen. Im Übrigen kann das Ganze natürlich vor den Gerichten angegriffen werden. Auch das wird zweifellos geschehen. Ich meine, es gäbe sogar schon einen Case, der schon läuft. Naja, der ehemalige Premierminister John Major hat zumindest auf BBC jetzt angekündigt, dass er dagegen vorgehen möchte, nicht gegen die mögliche Entscheidung der Queen, weil die unanfechtbar ist. Aber er ist jedenfalls der Meinung, dass schon die Bitte von Boris Johnson anfechtbar ist.
ist vor einem Gericht und würde diesen Weg auch beschreiten wollen. Ja, und das ist ja auch gut vorstellbar, denn nur, dass der britische Premierminister diese Möglichkeit prinzipiell hat, heißt ja nicht, dass er sie auch in jeder Situation rechtmäßigerweise zur Anwendung bringen dürfte. Das ist, was weiß ich, da gibt es ja viele Parallelen auch zum deutschen Recht. Keine Ahnung, der Justizminister ist weisungsbefugt. Das heißt aber nicht, dass jede Weisung des Justizministers auch in Ordnung wäre oder so. Ist jetzt gerade das erste Beispiel, was mir einfällt. Ähnlich vielleicht hier. Und das ließe sich natürlich tatsächlich gut argumentieren, dass ein solches Aussetzen des Parlaments mit dem offensichtlichen Ziel, das Parlament und damit die Volksvertretung aus diesem Entscheidungsprozess rauszunehmen, zutiefst undemokratisch ist und mutmaßlich, und ich meine, ich bin jetzt kein britischer Verfassungsrechtler, aber der Gedanke scheint nicht ganz fernliegend, dass das irgendwie gegen die britische Verfassung verstoßen könnte. Hoffen wir jedenfalls. Ja. Ein Problem ist natürlich Zeit. Es ist bis zum 31. Oktober nicht mehr wahnsinnig lang. Letzten Endes, das letzte Wort in so einer Sache müsste der Supreme Court sprechen. Jetzt kann man sich natürlich denken, dass ein entsprechendes Eilverfahren mit hoher Priorität bearbeitet werden würde. Aber gleichwohl würde das natürlich nochmal beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen. Daneben gibt es übrigens zu dieser rechtlichen Frage natürlich schon unterschiedliche Gutachten, die so ein bisschen so ausfallen, wie man es erwarten würde. Der Generalanwalt der Tories, also von Johnsons Partei, sagt, ja, völlig in Ordnung, kann man machen. Dieses Instrument sieht das englische Recht schließlich vor, dann kann man es auch anwenden. Und der Labour Party, deren Generalanwältin, meine ich, hat natürlich irgendwie schon im Vorfeld das ganze Gegenteil bezeugt und gemeint, krasseste Missbrauch irgendwie von Regierungsmacht, den man sich nur denken könnte. Ja, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis. Das Ganze war schon tatsächlich jetzt in den letzten Wochen mal Thema in Großbritannien, hat es hier nicht zu großer Aufmerksamkeit geschafft. Aber letztendlich wurde das schon in den Debatten, die jetzt für die Kandidaten durchgeführt wurden, schon mal war das Thema gewesen. Und auch da hatte Boris Johnson schon angedeutet, dass er das nicht vollkommen ausschließen möchte. Es gibt auch eine Gruppe von Parlamentariern, habe ich eben noch gelesen, die angekündigt haben, dass sie einfach trotzdem zusammentreten werden. Es wäre ihnen dann auch egal. Also es sind wirklich unglaubliche Zustände, muss man schon sagen. Ich glaube, sehr viel weiter kann unsere Analyse zu diesem Zeitpunkt nicht gehen. Vielleicht nochmal den Hinweis, ich finde das ja merkwürdig. Also auf der einen Seite hofft er natürlich jetzt jegliche Gesetzgebung zu stoppen, verhindern. Aber auf der anderen Seite schneidet er ja auch jegliche Art von Lösungsmöglichkeit in diesem Punkt ab. Ne? Also das ist wirklich mit vollem Karacho auf die Wand zu steuern, oder? Ja, aber ich glaube, wissend, dass es halt einfach keine Lösung mehr geben wird. Ich meine, die Suche der Briten nach einer Lösung der Art und Weise des Brexit, die geht ja nun wirklich schon seit Jahren und da kommt einfach nichts bei raus. Also die wissen es selber nicht, die Mehrheiten sind so ungünstig verteilt und die Präferenzen irgendwie teilweise auch so intern widersprüchlich, dass da halt für nichts irgendwie sich eine Lösung abzeichnet. Wobei jetzt letztendlich ja alles sich am Backstop entzündet und der ist ja auch nur deswegen eine Rückfallposition, weil man der Meinung ist, man findet keinen Weg danach, ja, zusammen, also nach dem Ablauf der weiteren 2-Jahres-Frist. Und natürlich, wenn man sozusagen endlich mal längerfristig planen würde, dann bräuchte man diesen Backstop nicht. Aber das ist jetzt auch in den Wind gehustet. Ist ja nicht so, als hätten alle Beteiligten das nicht jetzt schon über Monate, ja, letztendlich sogar Jahre hinweg versucht. Aber es wird also deutlich, dass es immer brenzlicher ist jetzt. Mhm. Es ist eigentlich wirklich ein Zug, der kaum mehr aufzuhalten ist, es sei denn, wir kommen jetzt dazu, dass es Neuwahlen gibt, das Ganze nochmal verlängert wird. Genau, das wäre natürlich durchaus im Bereich des Vorstellbaren, dass das Misstrauensvotum gegen Johnson durchgeht, in der Folge Neuwahlen anberaumt werden und man dann vielleicht auf einmal ganz andere Mehrheitsverhältnisse hat. Das wäre allerdings auch keine Lösung des Problems, denn die Frist dieser läuft, ganze ja. Genau, die Frist läuft gleichwohl. Am 31. Oktober ist vorbei.
England, und es ist noch nicht mal so, dass die EU einseitig, wenn jetzt also in England beispielsweise das totale Chaos ausbreche, sagen könnte, ja, wir verlängern das mal, sondern England und zwar das englische Parlament müsste es zunächst mal beantragen. Mhm. Und ja, wie handlungsfähig das englische Parlament ja, zu irgendwas momentan ist. Das englische Parlament oder nicht? Also wahrscheinlich der Prime Minister, ne? Denn die Prime Ministerin hat ja damals auch den Antrag als solchen gestellt, ne? Und nur sie kann im Grunde genommen, also oder er, den dann tatsächlich zurücknehmen bzw. um Verlängerung bitten. Ja, genau, du hast völlig recht. Also die Regierung, an der wäre es eben das zu tun. Aber Johnson möchte ja eigentlich gerade den No-Deal-Brexit und insofern spricht nicht so viel dafür, dass er das tun wird. Ja, und das, da die Engländer anders als wir kein konstruktives Misstrauensvotum haben, sondern dann tatsächlich erstmal in eine gähnende Leere fallen. Ja. Sind die Dinge so, wie sie sind. Also crazy times. Ja, aber hallo, also aufregend, aufregend. Wir werden sicherlich in den nächsten, einer der nächsten Folgen, vielleicht auch schon in der nächsten Folge, da nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wir wollten euch schon mal so eine erste Analyse liefern. Dann kommen wir jetzt zum Unternehmensstrafrecht, das übrigens so auch gar nicht heißt, aber weil, denn wir reden hier von einem Gesetz zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten. Das ist jetzt der Titel eines Gesetzesentwurfs, der aus dem Hause Lambrecht kommt. Also das Bundesjustizministerium hat ihn vergangene Woche angekündigt. Soweit ich weiß, ist er noch nicht vollständig veröffentlicht, ne? Die 147 nee. Seiten. Wir haben natürlich reingeguckt, wie es unsere investigative Ader so. Ja, wir haben ihn gelesen, aber nee, er ist noch nicht auf der Homepage des Justizministeriums, auch noch ein Referentenentwurf, noch kein Regierungsentwurf, also Dinge können sich ändern, aber es ist jedenfalls ein ganz erstaunlich umfangreiches Dokument, also 150 Seiten Gesetzentwurf mit auch wahnsinnig langer Begründung und dann nochmal so ein Begleitdokument von um die 20 Seiten Fragen und Antworten dazu, habe ich so bisher noch nie gesehen. Ja. Und tatsächlich ist die Sache auch relativ lang gereift. Also für uns hat der Strafverteidiger Kubizel das mal in einem schönen Beitrag auf FAZ Einspruch niedergeschrieben, wie die Historie des Unternehmensstrafrechts so war. Ja. Da könntest du jetzt gleich deinen kleinen Werbeblock einblenden. Richtig, genau. Diese Gelegenheit kann ich nicht ungenutzt verstreichen lassen. Also, wenn ihr diesen Text lesen wollt und noch keinen Einspruch haben solltet, dann empfehle ich euch dringlich auf faz.net/Einspruch testen zu gehen und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo zu klicken. Dann könnt ihr beispielsweise diesen Text zur Historie des Unternehmensstrafrechts lesen, einen weiteren, der deutliche Kritik an dem Entwurf übt, und in den nächsten Tagen, spätestens nächste Woche, werden wir auch noch eine umfassende Analyse zu dem ganzen Entwurf auf der Seite haben. Im Übrigen haben wir natürlich täglich auch rund ein Dutzend, meistens eher mehr, andere juristische Texte. In diesem Sinne faz.net/Einspruch testen. Ja, zurück in der Sendung. Wir haben, ich kann vielleicht nochmal deutlich machen, wo eigentlich das Problem lag, weshalb man es jetzt über Jahrzehnte versäumt hat, das einzuführen oder jedenfalls den Unternehmen an den Kragen zu gehen. Es gab immer, das Hauptargument war vielleicht, dass rechtswidriges Verhalten denklogisch nur Personen an den Tag legen können, also natürliche Personen und eben gerade nicht so Unternehmen, ja, oder ja. Körperschaften, eben die ja von handelnden Personen nur geführt werden, ja. Aber das, ehrlich gesagt, ist auch etwas, was man relativ leicht umstoßen kann als Argument, denn nichtsdestotrotz können ja Unternehmen auch Verträge schließen und sich binden, und natürlich hat das dann auch Folgen, rechtliche Folgen, aber auch eine ganze Menge tatsächliche. Und deswegen ist es jetzt auch durchaus logisch, dass wir da jetzt zu diesem Ergebnis kommen, dass es jetzt mehr oder weniger auch Unternehmen vor den Kali gezogen werden können. Es ist übrigens auch nicht so, dass es das bisher gar nicht gab, ne? Es gab natürlich das Ordnungswidrigkeitenrecht, Paragraph 30 hat das insbesondere vorgesehen, kommen wir auch später noch hinzu, da gab es schon den einen oder anderen Fall, insbesondere im VW-Dieselskandalkomplex, wo das schon mal eine Rolle spielt. Aber du möchtest noch was sagen? Ja,
das Argument war ja immer so ein bisschen, Strafe setzt Schuld im Sinne persönlicher Vorwerfbarkeit voraus und das kann man ja wohl von einem Unternehmen nicht sagen, aber mein Gott, das ist so ein bisschen so ein verkopftes, dogmatisches Argument. Natürlich ist das Strafrecht, wenn man es auf Unternehmen anwendet, nicht in allen Punkten identisch zu dem Strafrecht, wenn man es auf natürliche Personen anwendet, aber gleichwohl kann man es ja für sinnvoll befinden, das zu machen. Aber tatsächlich finde ich auch auf der Ebene des Strafzwecks, also des Grundes, warum man überhaupt straft, da müssen ja auch andere Erwägungen zum Tragen kommen. Ja, also es ist ja nicht so, dass es für das, weißt du, für den einzelnen Menschen, der bestraft wird, der kann dann in sich gehen und denken, puh, das ist jetzt unangenehm und ich will mich bessern und ich empfinde das irgendwie als einschneidend und so. Aber das alles trifft ja natürlich auf das Unternehmen nicht zu, das hat ja keine Gefühle. Es gibt ja nicht den Herrn VW, der irgendwo sitzt und traurig ist, dass er verurteilt wurde, sondern es trifft ja halt natürlich die Anteilseigner, den gegebenenfalls den Vorstand, vielleicht auch je nachdem, wie arg es ist, auch die Arbeitnehmer oder so. Also das muss man schon im Hinterkopf haben, dass die Strafe auf eine völlig andere Art und Weise wirkt und auch ja schon gerechtfertigt sein kann, sicherlich aber eben durch andere Zwecke gerechtfertigt sein muss. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, was denn da nun eigentlich drin steht in dem neuen Gesetzentwurf. Also es geht immer darum zu gucken, ob das Management Vorkehrungen hätte treffen können, um Straftaten im Unternehmen zu verhindern. Also insbesondere, was wir jetzt zum Beispiel bei Siemens gesehen haben mit den Schmiergeldern, bei VW zum Beispiel, was jetzt die Dieselsoftware angeht. So, und das ist ein wichtiger Punkt und es sollen auch Anreize geschaffen werden, Compliance-Systeme zu errichten und interne Investigations, also Ermittlungen durchzuführen, um dann auch das eine oder andere aufzuklären. So, und da gibt es verschiedene Sanktionsmechanismen. Das Wichtigste und auch einschlägigste sind einfach die Geldbußen, die erheblich erhöht werden. Die sind eben beim OWI, so wie wir es bis jetzt haben, also bei den Ordnungswidrigkeiten gedeckelt bei 10 Millionen. Und das soll künftig anders werden. Das soll nämlich reichen bis zu 10% des jährlichen weltweiten Umsatzes des Unternehmens. Bei großen multinationalen Konzernen kann das natürlich ganz erhebliche Ausmaße annehmen und gleicht sich insofern übrigens an, was wir zum Beispiel im Kartellrecht schon sehen oder was auch im Datenschutz auch derzeit möglich ist. Ja, also das wird erheblich erhöht. Bei fahrlässigen Taten sind es übrigens immerhin bis zu 5% des durchschnittlichen Jahresumsatzes. Ja. Und diese, also das ist jeweils die Höchststrafe. Die kann natürlich geschmälert werden. Zum einen, wie du schon gesagt hast, wenn die zeigen konnten, eigentlich haben wir eine super Compliance-Struktur hier, es ist jetzt nur trotzdem irgendwie durchgerutscht. Und ja, auch wenn da kommt sie da auch gleich zu, ja. Okay. Dann will ich gar nicht. Ich will nur die möglichen Sanktionen nochmal aufzählen, weil es gibt natürlich noch die Möglichkeit einer Verwarnung, also wenn man das Gefühl hat, dass da ist noch Besserung in Sicht. Aber es gibt auch die Todesstrafe, sozusagen, also als Ultima Ratio die Verbandsauflösung. Ja, und zwar immer dann, wenn Leitungspersonen beharrlich erhebliche Verbandsstraftaten begehen. Ja, also muss schon wirklich ganz hartnäckig daran arbeiten, das Unternehmen in den Ruin zu führen, ja. Und auf der anderen Seite, wie du eben jetzt richtig schon sagtest, gibt es ja auch Milderungsmöglichkeiten, wenn man eben interne Ermittlungen anstrengt, ja. Meistens eben durch externe Kanzleien, Wirtschaftskanzleien, die dann ins Unternehmen kommen und da mal ordentlich durchfegen, ja. So, und da gibt es natürlich besondere Voraussetzungen. Also diese internen Ermittlungen müssen eben wesentlich zur Aufklärung der Verbandsstraftat beitragen und sie müssen eben unabhängig sein. Das werden wir auch gleich noch vertiefen. Das ist abzugrenzen von der Verteidigung. Also natürlich kann sich das Unternehmen dann auch einen Verteidiger nehmen, ja, um dann sozusagen vor Gericht die bestmögliche Position auszukämpfen. Aber diese internen Ermittlungen müssen eben von anderen unabhängigen und dann Anwälten durchgeführt werden. Ja, das gefällt nicht jedem. Das gefällt nicht jedem, das können wir schon mal ankündigen, genau. Und was ich übrigens auch noch besonders wichtig finde, das ist gar nicht genug zu würdigen, ist, dass den Mitarbeitern jetzt
zum ersten Mal wirklich ausreichend Rechte zugestanden werden. Denn was man jetzt über Jahre gesehen hat, dass immer diese internen Ermittlungen durchgeführt wurden und ehrlich gesagt, wie ich immer fand, an den Mitarbeiterrechten knapp vorbeigeschrammt sind. Also die wurden dann immer natürlich angehört, ja, wurden vernommen, als Zeugen vernommen, aber da, die sind natürlich auch in einer prekären Lage, weil sie mitunter ja auch mit einem Bein schon in der beschuldigten Stellung sind, womöglich dann eben vielleicht auch selber in den Bau landen. Also insofern ist das eine heikle Situation und bisher gab es eben kein Aussageverweigerungsrecht zum Beispiel, auch nicht das Recht, einen Anwalt oder auch den Betriebsrat beizuziehen. Und all das wird jetzt geklärt im Gesetzesentwurf und all das wird jetzt künftig möglich sein. Also ich fand das auch sehr wichtig als wichtigen Punkt. So, und dann haben wir außerdem noch einen Aspekt, der später im Gespräch noch eine Rolle spielen wird, weil die Staatsanwaltschaft jetzt gehalten ist, solche Straftaten zu ermitteln, also auch gegen das Unternehmen. Früher gab es eben das Opportunitätsprinzip, also da konnten die je nach Gutdünken und vor allen Dingen auch nach personeller Ausstattung eben entscheiden, gehen sie neben den Ermittlungsverfahren, die sie machen im konkreten Fall auch noch gegen das Unternehmen vor. Ja, jetzt haben sie diese Entscheidung nicht mehr zu treffen, sondern jetzt müssen sie. Also aus dem Opportunitätsprinzip wird das Legalitätsprinzip. Also jedenfalls müssen sie das Ermittlungsverfahren eröffnen. Sie können es dann natürlich, dann haben sie natürlich in der Folge schon Möglichkeiten, es zum Beispiel auch gegen Auflagen einzustellen oder so. Ne? Ja. Aber genau, erstmal müssen sie ermitteln. So, habe ich jetzt. Heißt natürlich auch potenziell mehr Arbeitslast für die Staatsanwaltschaft. Genau, für die ja ohnehin noch nicht so wahnsinnig umfangreich ausgestattet sind. Mhm. Ne? Da könnte man sich vorstellen, dass es da auch Unterstützung geben wird, womöglich auch die eine oder andere Schwerpunktstaatsanwaltschaft noch gebildet wird. Mhm. Das also nun zum Gesetzentwurf. Habe ich noch was Wichtiges vergessen, was dir am Herzen liegt? Ja, eins wollte ich gerne noch ergänzen zum Stichwort Strafgrund und Strafzweck. Das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass das sicherlich irgendwie anders betrachtet werden muss als bei natürlichen Personen. Und im Entwurf wird es so begründet, das fand ich ganz interessant, dass eben das Zusammenwirken zahlreicher Personen in Unternehmen zu einer Verantwortungsdiffusion führen kann. Und man dieses Unrecht durch die alleinige Bestrafung einzelner Personen innerhalb des Unternehmens nicht ordentlich eingefangen bekommt, insbesondere deshalb nicht, weil für diese einzelnen Personen sich eine kriminelle Verbandsattitüde sogar strafmildernd auswirken kann. Also soll heißen, wenn es quasi in dem Unternehmen gang und gäbe ist, dass man Gesetze bricht, dann ist es für den einzelnen Mensch, der da vor Gericht steht, vielleicht sogar strafmildernd. Aber das, weißt du, sozusagen da ein Teil des Unrechts geht verloren, wenn du so willst. Ja, wird halt durch dieses Urteil dann nicht abgebildet. Und natürlich wirtschaftlich betrachtet einfach der Grund, dass Konkurrenten geschützt werden sollen. Ne? Also das Unternehmen hat ja die möglicherweise Gewinne vereinnahmt durch irgendwelche Straftaten und erstens sollen ihm die abgezogen werden, das ging bisher auch schon, aber zweitens soll es eben auch darüber hinausgehen, um strafbares Verhalten von vornherein sozusagen unattraktiv erscheinen zu lassen. Ja, und das alles wollten wir jetzt mal besprechen mit einer Anwältin, mit der Anwältin Simone Kämpfer von Verschiertz Bruckhaus Deringer. Sie hat eine wirklich interessante Vergangenheit. Sie war nämlich 9 Jahre lang Staatsanwältin in Düsseldorf. Daher kenne ich sie übrigens auch noch. Und zwar vom Mannesmann-Verfahren. Da hatte ich das eine oder andere Mal mit ihr zu tun. Als Berichterstatterin damals war ich und dann hat sie gewechselt, hat die Seiten gewechselt, ist zum legendären Wirtschaftsstrafverteidiger Sven Thomas gewechselt, war da 10 Jahre lang und ist nun bei Verschiertz Bruckhaus Deringer, also eine veritable Wirtschaftsgroßkanzlei. Und somit natürlich eher auf, oder nicht nur eher, sondern auf Unternehmensseite mandatiert, das kann man so sagen, das kann man im Hinterkopf behalten bei dem Gespräch. Aber ja, ich glaube, das genügt als Vorrede. Dann begrüßen wir jetzt Frau Kämpfer in der Sendung. Hallo. Guten Tag. Frau Kämpfer, wir haben jetzt also die Regeln endlich vorliegen. Sind sie nicht auch schon längst überfällig? Ich meine, nein. Es gibt schon
ziemlich lange Regeln, um auf Unternehmenskriminalität zu reagieren im UWIG, wie wir wissen. Bei den Ordnungswidrigkeiten, ne? Also es gibt schon so eine Art von Strafrecht, aber eben Ordnungswidrigkeiten, ne? Seit vielen Jahren. In diesem Gesetz wird aber auf Unternehmenskriminalität reagiert. Diese Regeln gibt es schon ganz lange. Als ich Staatsanwältin war, das ist auch schon eine ganze Weile her, sind diese Regeln nicht angewandt worden oder quasi nicht, weil aus verschiedensten Gründen. Kompliziert, kein Ausbildungsstoff. Aber in den letzten Jahren hat das stark zugenommen. Diese Regeln sind Anwendung. Aber da möchte ich ganz gerne nochmal einhaken. Vielleicht, wenn Sie eine, zwei oder Gründe nochmal nennen können, das wäre, glaube ich, spannend zu wissen. In der Tat, denn wir haben jetzt so ein paar Male gesehen, wo das UWIG angewendet wurde, wo tatsächlich also Audi und Volkswagen tatsächlich erhebliche Strafen zahlen mussten auf Basis dieser Regeln, aber das ist relativ neu, ne? Woran hat es damals gelegen? Aber wie gesagt, diese Regeln gibt es schon immer. Man hat sie jetzt angewandt. Und was möchte man? Man möchte Unternehmen dafür bestrafen, dass ein Missverhalten vorliegt. Und das hat man damals gemacht mit den Regeln des UWIGs und möchte es jetzt mit dem neuen Gesetz machen. Mir erschließt sich aber nicht, wofür man das neue Gesetz braucht. Denn wir haben schon gute Regeln, die genau das, was man mit dem neuen Gesetz erreichen möchte, bereits erreichen. Wir sehen sehr hohe Strafen, Beispiel Audi, VW, Porsche etc. Das ging bis zu einer Milliarde. Ist das, ne, denn nicht so? Also das ist ja eines der Argumente, die sich auch jetzt in dem Entwurf der Reform finden, dass die eigentliche Strafe eben maximal 10 Millionen betragen konnte, was für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen eine Riesensumme sein kann, aber für einen internationalen Konzern mehr oder weniger Peanuts sind. Und der Rest von dieser Milliarde war ja nur Gewinnabschöpfung, sprich, wenn ich ein Riesenkonzern bin, dann ist das Schlimmste, was mir droht, dass ich dasjenige wieder verliere, was ich durch eine Straftat zunächst erwirtschaftet habe, plus diese Summe von 10 Millionen, die mir nicht besonders wehtut. Also will sagen, das hat halt vielleicht keine so besonders starke abschreckende Wirkung entfaltet. Genau, dafür gab es ein Bedürfnis, das zu erhöhen. Das hätte man aber auch ohne weiteres im Rahmen der bestehenden Regeln machen können, so wie das zum Beispiel weiterhin für das Kartellrecht gilt, indem das wunderbar mit den bestehenden Regeln funktioniert. Da hat man diese Erhöhung, aber das funktioniert. Abschreckende Wirkung, das ist ja auch etwas, was man möchte, auch indem man die Bußen erhöht, die Geldbußen. Aber das geht mit den bestehenden Regeln, wäre das wunderbar aus meiner Sicht ebenso gegangen. Das hätten Sie sinnvoller gefunden, aber was ist denn dann umgekehrt? Nein, jetzt? Moment, ich habe gesagt, es gab ein Bedürfnis. Ich habe nicht gesagt, dass ich das Bedürfnis richtig finde. Es gab ein Bedürfnis, das hätte man aber auch auf diese Weise befriedigen können. Ich bin der Meinung, dass die Höhe der Geldbußen schon drastisch ist und unverhältnismäßig hoch. Wir haben in Deutschland Konzerne mit dreistelligen Milliardenumsätzen. 10% davon wären zweistellige Milliardenbeträge. Das hat potenziell existenzvernichtende Wirkung. Aber Sie haben sicherlich noch andere Beweggründe, ne, warum Sie das sozusagen ablehnen. Vielleicht kommen wir dazu jetzt mal. Richtig. Also Mandanten sind besorgt und Sie sind es sicherlich auch zu Recht. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, wir haben große Konzerne, wir haben mittelständische Unternehmen, die auf unterschiedliche Weise und zum Teil auch, das kann ich auch gerne erläutern, in nicht gerechter Weise auch unterschiedlich behandelt werden. Aber wenn man mal mit den großen Konzernen anfängt, dann haben wir Konzerne, die haben Belegschaften von der Größe einer deutschen Stadt wie Hannover. In solchen Konzernen werden in jedem Jahr Straftaten begangen. Das können sie auch mit dem besten Compliance-System nicht vermeiden. Jetzt führt das neue Gesetz aus meiner Sicht dazu, dass eine, ich nenne das Wort jetzt, Kollektivstrafe verhängt wird auf alle. Kollektivstrafen sind vor geraumer Zeit zum Beispiel für die Bundeswehr mit gutem Grund verboten worden, weil man nämlich gesagt hat, also weil einer sich die Stiefel nicht geputzt hat, dann dürfen alle deswegen nicht ins Bett gehen, das halten wir nicht für richtig. Und dieser Gedanke wird hier übertragen auf die großen Konzerne. Das ist ein Bedenken, das ich habe. Das andere Bedenken, das ich habe, ist, wir haben dann das Legalitätsprinzip. Das heißt, die Staatsanwaltschaft wird im Gegensatz zu vorher verpflichtet sein, einzuleiten. Und zwar egal, welche Straftat im Raum steht. Fahrlässige Körperverletzung, Arbeitsunfall oder flächendeckender Betrug. Die Einleitung ist auf jeden Fall mal gesetzt. Natürlich gibt es dann danach Flexibilität für die Handhabung, aber erstmal die Einleitung kommt. Inwieweit kommt es denn dann aber zur Regulierung? Ich nehme an, so eine Körperverletzung wird dann sehr schnell rausfallen, weil dann klar ist, naja, das ist etwas, was jetzt nicht Teil der Unternehmenskultur ist und nichts, wofür das Unternehmen als solches gerade stehen muss, ne?
Naja, was heißt rausfallen? Also zunächst mal ist es ja eine unternehmensbezogene Straftat, die die Möglichkeit bietet, all das Instrumentarium, das das neue Gesetz gibt, in Gang zu setzen. Und dann wird sicherlich berücksichtigt werden, dass es von minderer Schwere etc. etc. ist. Aber zunächst mal ist, anders als jetzt vorher, wo das Opportunitätsprinzip ermöglicht hat, flexibel auf solche Fälle einzugehen, flexibler als jetzt mit dem neuen Gesetz, steht das im Raum. Und dann ist es eben eine Verhandlungssache, wie man weiter damit umgeht. Und das bringt mich zu dem nächsten großen Problem für die Mandanten. Nach dem Gesetz gibt es Strafmilderungen, wenn man Internal Investigations macht und alles offenlegt. Und zwar ein Rabatt bis zu 50%. Das ist ja von erheblicher Bedeutung. Genau, das müssen wir ganz kurz nochmal erklären. Internal Investigation ist auch ein relativ neuer Arbeitsbereich für Anwälte, die sozusagen in Unternehmen geholt werden, wie zum Beispiel VW oder auch Daimler. Es gibt diverse andere Bereiche, wo das in letzter Zeit der Fall war, wo sozusagen von Anwälten, von privaten Anwälten eben diese Untersuchungen intern geführt werden und die Staatsanwaltschaft ist außen vor. Ne? Das vielleicht sozusagen als kleiner Einschub. Also in der Tat, der Begriff ist relativ neu, kann aber nicht nur von externen Anwälten, sondern auch von der internen Revision zum Beispiel durchgeführt werden. Große Konzerne sind häufig schon aktienrechtlich verpflichtet, das zu machen. Und in letzter Zeit ist das sehr häufig gerade in großen Verfahren durchgeführt worden. Und anlässlich dessen haben sich viele Fragen gestellt. Und vor allem eine sehr wichtige, tut man das in geschützter Sphäre? Also ist das Beschlagnahme geschützt oder ist es das nicht? Ja, und jetzt gibt das Gesetz eine richtige Antwort drauf, nämlich ist es nicht, ne? Also geschützt ist es nicht mehr. Also das Gesetz stellt sich offensichtlich vor, dass es zum einen Verteidigungstätigkeit gibt durch Anwälte und parallel dazu oder daneben oder optional eine interne Untersuchung, die nach den Vorgaben des Gesetzes nicht Beschlagnahme geschützt sein soll. Jetzt etwas verkürzt, aber sehr viele Details, glaube ich, sind jetzt hier auch nicht zielführend. Und wenn das Unternehmen diese Untersuchung so durchführt, dann bekommt es einen Rabatt. Und damit habe ich verschiedene Probleme, aber als allererstes Folgendes. Wir haben nicht nur große Konzerne, die Adressat dieses Gesetzes sind, sondern auch Mittelständler. Es gibt, stellen sich einen mittelständischen Bauunternehmer vor, der feststellt, dass in seinem Unternehmen Korruption, Bestechung stattgefunden hat. Der wendet sich an seinen langjährigen strafrechtlichen Berater und sagt, klär das mal auf. Der tut das auch, es wird dann geklärt, der Unternehmer entscheidet sich, ich gehe damit jetzt zur Staatsanwaltschaft, ich möchte ein sauberes Unternehmen. Und der Staatsanwalt müsste nach den neuen Regeln sagen, prima, aber den Rabatt gibt's nicht, weil das war ja dein Verteidiger, der das aufgeklärt hat und kein, Klammer auf, zweiter Fragezeichen, unabhängiger interner Ermittler. Was ist der Grund dafür? Gesagt, dass könnte man sagen, ganz kurz noch, ein großes Unternehmen kann sich natürlich einen Unternehmensverteidiger leisten, der die ganze Sache unter dem Blickwinkel der Verteidigung auch untersucht und aufklärt und parallel dazu einen internen Untersucher, der das macht, was die Staatsanwaltschaft sich vorstellt und kommt somit auf jeden Fall in den Genuss des Rabatts. Also überspitzt gesagt kam mir der Gedanke, als ich das gelesen habe, die Frage, ob man diesen Rabatt bekommt, hängt davon ab, wie viele Anwälte man sich leisten kann. Und ein Mittelständler steht da natürlich ganz anders da als ein Großkonzern. Aber das ist ja deshalb so geregelt, weil es einen latenten Interessenskonflikt gibt zwischen der Aufgabe der Verteidigung einerseits und der Aufklärung dessen, wie es zu der Straftat hat kommen können. Andererseits, also die interne Ermittlung, die arbeitet ja, so zumindest die Wunschvorstellung der Staatsanwaltschaft, ihr zu. Und weil sie das so umfassend und gründlich tut und dann auch tatsächlich zur Aufklärung beiträgt, gibt es diesen Rabatt, wohingegen der Verteidiger, naja, unter Umständen kann das auch vielleicht auch für den Verteidiger sinnvoll sein, aber jedenfalls stellt der, glaube ich, etwas andere Überlegungen noch an oder noch zusätzliche Überlegungen und wird halt sehr genau darüber nachdenken, ob er das wirklich so in der Form der Staatsanwaltschaft übergeben will oder es nicht lieber drauf ankommen lässt. Habe ich das große Problem. Damit legen Sie genau den Finger in die Wunde oder das ist genau das, was dieser Entwurf insinuiert oder von welchen Gedanken dieser Entwurf getragen ist. Und da stellen sich mir verschiedene Fragen. Also im Grunde werden da, wenn ich das mal vorab stellen darf, Anwälte unter eine Art Generalverdacht gestellt,
dass sie nämlich möglicherweise, da ist immer die Rede von dem Safe Harbor, wo ist eigentlich was beschlagnahmegeschützt, dass sie also Beweismittel möglicherweise verschleiern, unterschlagen oder dass sie unzutreffende Dinge vortragen, weil sie verteidigen. Damit habe ich ein Problem, weil das ist, das spiegelt die Praxis und die Erfahrung aus der Praxis auch überhaupt nicht wider. Sachverhaltsaufklärung ist originäre Verteidigungsarbeit. Ein Verteidiger muss, um ordentlich verteidigen zu können, einen Sachverhalt aufklären. Und das sollte ihm auch möglich sein, genauso wie bei der natürlichen Person im geschützten Raum. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie einer natürlichen Person, da würde zu Recht jeder aufschreien, die sich möglicherweise strafbar gemacht haben, sagen, also wenn du ein Geständnis abgeben möchtest, dann wird das nur strafmildernd berücksichtigt, wenn du es ohne deinen Verteidiger machst. Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, der, glaube ich, auch noch an einer zweiten Stelle des Entwurfs von Relevanz ist, nämlich eben die Stellung des Verteidigers und was man ihm so alles zutraut oder auch nicht. Es werden ja hier auch Regelungen getroffen zur Beschlagnahme von Unterlagen im Zuge dieser Internal Investigations. Können Sie da vielleicht erstmal einfach erklären, was genau der Entwurf vorsieht, und dann können Sie gerne auch sagen, was Sie davon halten. Also der Entwurf trifft gar nicht allzu viele Neuerungen, soweit man das bislang verstanden hat, sondern stellt letztlich klar, was ohnehin schon gilt. Verteidigungsunterlagen, also direkte Kommunikation zwischen Beschuldigtem und seinem Anwalt zur Vorbereitung der Verteidigung, war schon immer geschützt. Die drängenden Fragen aus der Praxis, die auch teilweise berücksichtigt werden in dem Entwurf, sind die Fragen, was ist eigentlich beim Anwalt, beim Berufsgeheimnisträger geschützt? Da soll geschützt sein alles zwischen einem Beschuldigten, also einem Unternehmen, das auch Beschuldigtenstatus hat, und dem Anwalt, sonstiges aber nicht, was ziemlich weitreichend ist. Was fällt denn da alles drunter? Alles, was nicht, was ein Anwalt mit einem Mandanten austauscht, der nicht Beschuldigter ist. Das ist sehr, sehr viel. Gilt im Übrigen auch für andere Berufsgeheimnisträger. Also das weicht den Schutz beim Anwalt gewaltig auf. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Anwalt bin, ich führe so eine interne Ermittlung durch im Auftrag des Unternehmens, dafür kriege ich von denen alle möglichen Unterlagen, E-Mails etc. Ich bin aber nicht zugleich auch der Verteidiger dieses Unternehmens, Klammer auf, und dafür gibt es ja wiederum gute Gründe, darüber sprachen wir gerade, Stichwort Strafmilderung, Klammer zu. Dann kann also bei mir munter beschlagnahmt werden, richtig? Das wird gerade hitzig diskutiert, wie der Entwurf insoweit zu verstehen ist. Ich verstehe ihn so, dass weiterhin, wenn das Unternehmen Beschuldigter ist, beim Anwalt die Dinge geschützt sind, auch wenn der Anwalt eine Internal Investigation durchführt. So ist der Entwurf zu verstehen. Ich meine aber, dass der Entwurf von Gedanken getragen ist, die in eine andere Richtung gehen und der sich möglicherweise vorstellt, dass beim Anwalt, der die interne Untersuchung durchführt, dann auch die Unterlagen nicht geschützt sind, selbst wenn er von dem beschuldigten Unternehmen beauftragt wurde. Ich verstehe es anders, und das wäre auch die Rechtslage, aber der Entwurf, ich werde den Gedanken nicht los, dass bei dem Entwurf überlegt wurde, beim Anwalt könnten ja auch mal Beweismittel unlauter versteckt werden. Ich wollte gerade sagen, dafür gäbe es ja einen plausiblen Grund. Den gäbe es dann, wenn es konkrete Anhaltspunkte dafür gäbe, dass Anwälte das tun. Ich habe da große Bedenken, eine solche Unterstellung hinzunehmen. Dafür gibt es in der Praxis überhaupt keine Anhaltspunkte. Also um es nochmal klar auszubuchstabieren, der Gedanke wäre, ich als Unternehmen habe irgendwie diverse inkriminierende Unterlagen, die übergebe ich jetzt meinem Anwalt, den ich vielleicht auch mehr so zum Schein oder wie auch immer mit irgendwas interner Aufklärung bla bla mandatiere. Hauptsache es dauert lang und der behält den Kram mal schön bei sich. Mit der Konsequenz, dass die Staatsanwaltschaft da eben nicht drankommt. Und sie sagen, oh, nein, natürlich kommt dergleichen nicht vor. Anwalt, der das täte, würde massiv gegen seine Berufspflichten verstoßen und sich strafbar machen. Das wäre das Gleiche, wie wenn er das blutige Messer eines Mandanten bei sich versteckt. Ich kann nicht erkennen, dass die Praxis zeigt, dass das in der Anwaltschaft ständig vorkommt.
Ja, gut, ich meine, ich würde denken, dass das einfach sehr schwer zu erheben wäre, wie oft das in der Praxis vorkommt. Aber vor allen Dingen, es muss ja nicht ganz so deutlich sein, wie ich es gerade skizziert habe. Natürlich geht das Unternehmen nicht hin und sagt, hier, pass mal auf, wir möchten gerne deine Kanzleiräume als Giftschrank benutzen. Sondern es geht halt hin und sagt, hier, wir hätten gerne, dass sie aufklären und so weiter. Und mehr so, es bringt es halt leider mit sich, dass sie dann auch gewisse Dinge haben, irgendwie eine Zeit lang vielleicht irgendwie bei sich verwahren müssen. So, aber das ist nicht der Zweck unserer Vereinbarung, das liegt halt nur in der Natur der Sache, dass es zu solchen Situationen kommen könnte, scheint mir jetzt so nicht ganz fernliegend zu sein. Also ich sehe hierfür weder statistische Anhaltspunkte noch sonst irgendetwas. Das wäre ein hoch unseriöses, gegebenenfalls strafbares Verhalten eines Anwalts. Das ist nicht das, was Anwälte in solchen Situationen tun. Anwälte werden von großen Unternehmen beauftragt, Sachverhalte aufzuklären und entsprechende Lösungen zu finden. Und ich kann nicht erkennen, warum eine interne Untersuchung nicht mehr glaubwürdig sein soll, wenn sie nicht durch einen Anwalt, der Verteidiger ist, dessen originäre Aufgabe es ist, den Sachverhalt aufzuklären, um ordentlich verteidigen zu können, warum das so sein soll. Wird das neue Gesetz zu einer Entlastung vielleicht auch auf Managementseite führen, wenn die Unternehmen selbst haften, oder werden wir es dann ganz viel auch mit Parallelverfahren zu tun haben? Also ich glaube eher Letzteres, also parallel oder gemeinsam oder zeitlich versetzt. Momentan ist es so, dass die Unternehmen verfolgt werden, mit Geldbußen verhängt werden und die Individualverantwortlichen ebenso, parallel, hintereinander oder in einem gemeinsamen Verfahren. In dem Zusammenhang lohnt sich aus meiner Sicht der Blick in die USA. Da war es längere Zeit so, dass die Unternehmen hart geahndet wurden und gleichzeitig aber mit Individualpersonen Deals gemacht wurden und diejenigen auch geringer bestraft wurden. Das hat einem aber irgendwann nicht mehr richtig gut gefallen und deswegen gibt es seit geraumer Zeit sogar Vorgaben des DOJ, die sagen, nein, auch die Individualpersonen sollen hart verfolgt werden. Möglicherweise ist das ein Trend. Also man wird sehen, wie sich das entwickelt, aber es ist möglich aus meiner Sicht, dass es ein Trend ist, der dann auch zu uns rüberschwappt, und dann wird es ziemlich viele Verlierer insgesamt geben. Die Unternehmen werden hart bestraft, die Individualpersonen werden hart bestraft und unter großen oder hohen Strafen leiden Arbeitnehmer, Aktionäre und letztlich in gewisser Weise auch Verbraucher. Wieso Verbraucher? Also Verbraucher profitieren zum Teil auch von dem Gesetz, klar. Weniger, wenn das abschreckend wirkt, weniger Korruption, das nutzt immer den Verbrauchern auch. Auf der anderen Seite. Und sie sollen, glaube ich, auch einen Entschädigungsanspruch nach Art des Adhäsionsverfahrens bekommen. Genauso ist es. Dafür haben wir aber schon sehr gute Regelungen seit 2017 auch nochmal verschärft, also verbessert für die Verbraucher, die deren Stellung stark schützen. Also da gibt es schon sehr viel, was ihnen hilft. Ich glaube, dass das erhebliche Mehraufwand, der durch dieses Gesetz ausgelöst wird, auch in Teilen zulasten der Verbraucher gehen wird. Durch höhere Preise dann. Genauso ist es, ja, genau. Und ein Regress bei den Verursachern all des Übels sozusagen oder der Dinge, die da passieren, ist meistens, fängt all das nicht wirklich auf. Vielleicht nochmal die Frage auch, was die Sie vorhin aufgeworfen haben und die Sie vielleicht auch als mit Ihrem Hintergrund als Staatsanwältin auch noch beantworten können. Was jetzt der Wechsel geht, also vom Opportunitätsprinzip zum Legalitätsprinzip, also sozusagen die Verpflichtung der Staatsanwaltschaft, da tätig zu werden. Wird das zu einer Überlastung führen? Sind die Staatsanwaltschaften darauf vorbereitet? Oder ist das jetzt gar kein Problem sozusagen, weil die ja ohnehin in dieser Sache tätig werden müssen? Also dieses Argument ist kein Problem, weil sie ohnehin ermitteln müssen. Gegen die natürlichen Personen greift aus meiner Sicht zu kurz. Die Frage, ob Straftaten dann auch einem Unternehmen zuzurechnen sind, sei es über Straftaten von Leitungspersonen oder über Aufsichtsverschulden, sind eine weitere Ermittlungsaufgabe, die auch sehr, sehr viel aus meiner Sicht Ermittlungsaufwand mit sich bringen wird und kann. Also glaube ich schon, dass das die Staatsanwaltschaften vor große Herausforderungen stellen wird. Dass also möglicherweise, vielleicht werden Spezialabteilungen gebildet, vielleicht werden die Wirtschaftsabteilungen aufgestockt, aber ich glaube, dass da eine erhebliche Mehrarbeit auf die Staatsanwaltschaft zukommen wird. Auch aus einem weiteren Grund, den ich überrascht gefunden habe in dem Entwurf, Auslandssachverhalte, die so gestaltet sind, dass sie möglicherweise sozusagen ohne den Entwurf gar nicht zum deutschen Strafrecht gekommen werden, sollen auch mit eine Rolle spielen und unter bestimmten Voraussetzungen mit ermittelt werden müssen.
was bedeuten kann, dass zum Beispiel Bestechung in Brasilien ermittelt werden muss und dass dann möglicherweise vor, weiß ich nicht, das Amtsgericht Göppingen die Frage kommt, ob Manager in Brasilien ihre Aufsichtspflichten verletzt haben. Also das auch das in der Tat. Mehr Aufwand. Ja, das kann man sagen. Und auf der anderen Seite, also bei den Compliance-Abteilungen und bei denjenigen Kanzleien, die eben diese Internal Investigations oder Unterstützung dabei anbieten, denken Sie, dass das zwei Tätigkeitsfelder sind, die deutlich aufgewertet werden oder deren Bedeutung deutlich steigen wird durch diesen Entwurf? Ja, das glaube ich schon. Also zum einen bekommt die Compliance, die ohnehin schon viel Bedeutung hatte, in der letzten Zeit noch mal größere Bedeutung, weil sie so stark, das finde ich grundsätzlich auch gut, so stark berücksichtigt wird bei den Fragen der Sanktionen. Und deswegen halte ich das für eine ganz klare Sache, dass da noch mehr investiert werden muss. Wie gesagt, schon deswegen, weil jede Straftat aus einem Unternehmen führt zu einer Einleitung und bringt auch die Rechtsabteilung oder auch die Unternehmensleitung unmittelbar zu der Frage, wie sollen wir uns jetzt verhalten? Wie können wir im Unternehmensinteresse am besten diese Geschichte lösen? Und dann muss auch sehr schnell, und auch das halte ich für problematisch, die Frage gestellt werden, interne Untersuchung, damit Verteidigung in dem Teil nicht, oder wie stellen wir uns da auf? Also diese Fragen, die sich dann stellen, unmittelbar, werden sehr komplex sein und es werden einfach viele sein. Und von daher wird da viel zu tun sein. Gut, dann bedanken wir uns recht herzlich, Frau Kämpfer. Ja, vielen Dank. Gut, so viel also zum Unternehmensstrafrecht und dann kommen wir jetzt zum Teil der Sendung, auf den ich mich am allermeisten gefreut habe, nämlich die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zu der Anordnung, die das Bundeskartellamt gegenüber Facebook getroffen hatte. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, ja genau, im Februar dieses Jahres. Da haben wir hier natürlich auch schon drüber gesprochen im Podcast in Folge Nummer 61, nämlich wer sich das nochmal im Detail anhören möchte. Um es aber auch hier in wenigen Sätzen zumindest zusammenzufassen, das Bundeskartellamt hatte Facebook aufgegeben, innerhalb eines Jahres dafür zu sorgen, dass die Daten der Nutzer, die bei den diversen Diensten, die Facebook gehören, dass die nicht mehr zusammengeführt werden. Also es ist ja nicht nur Facebook, sondern zu dem Konzern gehört ja auch WhatsApp, Instagram, Oculus, Masquerade und noch manch anderer Kram. Und momentan ist es halt so, wenn du dich bei Facebook anmeldest, dann wirst du schon gefragt, ob du damit einverstanden bist, dass diese Daten zusammengeführt werden. Aber wenn du Nein sagst, kannst du Facebook halt nicht nutzen. Es wird also zur Voraussetzung der Nutzung gemacht. Und das Bundeskartellamt meinte eben, in Zukunft müssen sie den Nutzern die Möglichkeit geben, diese Einwilligung nicht zu erteilen, ohne dass sie dann deshalb von Facebook ausgeschlossen würden. Und auch erst nach Erteilung der Einwilligung dürften sie die Daten dann eben zusammenführen. Das war vor allen Dingen deshalb ein bemerkenswertes Vorgehen, weil diese Problematik, ob das nun in Ordnung ist oder nicht, die Daten zusammenführen, natürlich in erster Linie eine datenschutzrechtliche Fragestellung ist und insofern auch die Datenschutzbehörden eigentlich dazu berufen wären, wenn sie das nicht in Ordnung finden, da irgendwie Schritte einzuleiten. Aber hier eben nicht diese gehandelt haben, sondern das Bundeskartellamt, das ja mehr so Wettbewerbsverzerrungen vorbeugen soll. Aber es hat eben argumentiert, naja, Daten sind Macht, die sind im Wettbewerb eine ganz wichtige Ressource. Und Facebook ist natürlich hat eine marktbeherrschende Stellung im Bereich der sozialen Netzwerke und nutzt diese Macht, um immer mehr Daten zu aggregieren und zusammenzuführen und seine Vorreiterstellung somit noch weiter zu zementieren. Und damit habe das Ganze eben ein kartellrechtliches Gepräge erhalten und sie seien dafür zuständig hier. Ja, und das war wirklich ein Paukenschlag, muss man sagen. Also auch eine gewiefte und eine gewitzte Idee, das so zu machen. Sehr mutig, wie gesagt. Das wurde jetzt im Vorfeld ja auch immer betont. Ich möchte übrigens auch noch ergänzen, was jetzt die Datenschutzbehörden angeht, gibt es ja noch ein weiteres Dilemma, nämlich schlicht und ergreifend, dass jetzt auch insbesondere nach den neuen europäischen Regeln es eine Behörde gibt, die dafür zuständig ist, nämlich die irische Datenschutzbehörde, denn in diesem Land hat Facebook natürlich seinen Sitz und die wurde nicht tätigt. Also das ist sozusagen die Frustration der Datenschützer, weil du jetzt eben sagtest, naja, die sind halt nicht tätig geworden, die würden gerne tätig werden, aber sie können halt eben nicht, weil ihnen
die Hände gebunden sind und die Aufgabe jetzt bei jemand anderem liegt. So, und da ist in diese Lücke sozusagen das Bundeskartellamt eingesprungen. Ich finde durchaus auch mit einem Argument, das sich hören lässt, nämlich natürlich sind Daten ein Wettbewerbsvorteil, ganz klar. Das ist in der Tat auch so. Es ist auch nicht so, also das Oberlandesgericht Düsseldorf, um mal das Ergebnis vorwegzunehmen, hat jetzt im Verfahren, es ist nur das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes bisher, und es hat die aufschiebende Wirkung der Klage, die Facebook natürlich gegen diesen Bescheid eingereicht hat, wiederhergestellt. Ja, also dieser Bescheid ist ein Verwaltungsakt. Klagen gegen Verwaltungsakte haben oft aufschiebende Wirkung, aber auch nicht immer. Hier nämlich nicht. Jetzt aber wiederum doch, heißt mit anderen Worten, Facebook muss dem Bescheid nicht Folge leisten, bis über die Klage im Hauptsacheverfahren endgültig entschieden ist. Und das ist schon irre, dass wir immer noch im Eilverfahren sind. Ne? Das Ding ist schon wirklich seit langer Zeit. Ja, Februar ist die Verfügung gewesen, also 6 Monate. Aber es ist natürlich auch, ich meine, erstmalig, dass ein solches Vorgehen des Kartellamts, ganz neues, quasi neue Verbindung von 2 Rechtsgebieten, das kann ein Gericht schon mal ein bisschen länger beschäftigen. Und der Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat es auch durchaus in sich. Also die haben eine sehr deutliche Sprache gefunden, das muss man wirklich sagen. Was sind denn die Hauptargumente? Also schon bei summarischer Prüfung ergeben sich ernstliche Zweifel an der Rechtsmäßigkeit der Verfügung, sagen sie. Und zwar prüfen sie zunächst mal, also man muss das alles so ein bisschen in dem Vorzeichen sehen, sie geben keine Bewertung ab, ob keine endgültige jedenfalls, ob das datenschutzrechtlich in Ordnung sei oder nicht, denn darauf komme es nicht an. Wichtig sei vielmehr, ob ein etwaiger datenschutzrechtlicher Verstoß hier auch wirklich die behauptete Verzahnung mit der marktbeherrschenden Stellung von Facebook hätte. Also hat Facebook das gerade machen können, weil sie marktbeherrschend sind. Und das jedenfalls sei hier nicht nachgewiesen. Zum einen sagen sie, das Bundeskartellamt hat nicht hinreichend sich damit auseinandergesetzt, ob die Praxis von Facebook irgendwie anders wäre, wenn es mehr Konkurrenz gäbe. Das sei ja nicht unbedingt zwingend so. Und tatsächlich kann man ja auch sagen, es gibt viele Leute, die einfach alles abklicken, egal wie. Und wenn es jetzt halt irgendwie noch einen Konkurrenten gäbe, wäre es ihnen auch egal. Und deshalb könnte Facebook möglicherweise genau die gleichen AGB stellen, auch wenn es da halt ein anderes Netzwerk gäbe. Ja, und da könnte man natürlich entgegenhalten und sagen, naja, viele Leute machen das halt, weil sie nicht anders können, weil eben die ganzen Freunde, Verwandte, wie auch immer, Geschäftspartner drin sind und deswegen muss man das eben tun. Richtig, und das ist auch genau einer der weiteren Punkte, auf denen das Oberlandesgericht zu sprechen kommt. Und da sagt es eben, nein, genau das ist absolut überhaupt nicht der Fall. Ich zitiere einfach mal. Ja, das mal, ist ja eine kühne These. Ja, ich zitiere einfach mal, dass die Nutzung des Facebook-Netzwerks an die Einwilligung zur Mehrdatennutzung gekoppelt ist, bedeutet keinen Kontrollverlust des Nutzers und begründet für diesen auch keine Zwangslage. Es macht lediglich eine Abwägung zwischen den Vorteilen, die aus der Nutzung eines werbefinanzierten und damit unentgeltlichen sozialen Netzwerks resultieren, und den Konsequenzen, die mit der Verwendung der Mehrdaten durch Facebook verbunden sind, erforderlich. Diese Abwägung kann der Nutzer unbeeinflusst und vollkommen autonom nach seinen persönlichen Präferenzen und Wertvorstellungen treffen. Dass sie, wie die erhebliche Zahl der Facebook-Nutzer, monatlich rund 32 Millionen und der Facebook-Nicht-Nutzer rund 50 Millionen zeigt, unterschiedlich ausfallen kann, belegt nicht ansatzweise eine Ausbeutung des Nutzers. Sie ist erst recht kein Beleg für einen Kontrollverlust über die Daten. Und naja, da macht sich das OLG das aber auch ziemlich leicht, finde ich. Genauso wie du. Es macht es sich, also ich würde ja noch zugestehen, dass das reine Gegenüberstellen der Zahl der Nutzer und der Nichtnutzer nicht vollständig aussagekräftig ist, denn unter den 50 Millionen sind halt viele Babys und irgendwie Rentner und so weiter, aber das ist ja für dich subjektiv nicht so wichtig, dass die kein Facebook nutzen, wenn aber du vielleicht halt Mitte 30 bist und irgendwie alle deine Freunde das aber eben sehr wohl tun. So. Ja. Das erfasst deine subjektive Lage nicht unbedingt komplett. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es ist einfach unzutreffend, wenn Leute so tun, als
als sei, es ist halt eine Unbequemlichkeit. Auf Facebook zu verzichten, macht ein paar Dinge ein bisschen unbequemer. Aber es ist, niemand kann mir ernstlich erzählen, dass er darauf angewiesen ist oder in seinem Leben sonst nicht klarkommt. Ich selbst benutze es nicht, kenne Dutzende Leute, die es nicht benutzen, die kommen alle relativ reibungslos durch den Alltag. Ja, ist natürlich machbar, ist klar. Es ist absolut machbar. Und das ist eben, und da finde ich, hat das OLG völlig recht, eine subjektiv zu treffende Entscheidung, bei der eben auf der einen Seite die Frage ist, wie sehr stört dich das, dass deine Daten zusammengeführt werden, auf der anderen, wie gerne möchtest du Facebook benutzen, und die kann so oder so ausfallen. Aber Facebook ist kein Grundbedürfnis, bei dem man quasi an so etwas wie einen Kontrahierungszwang schon denken müsste, unter allen Umständen, dass man quasi den Leuten unter günstigsten Aber ein Kontrahierungszwang ist jetzt auch nicht notwendigerweise für einen Wettbewerbsverstoß, ne? Also das finde ich wiederum jetzt zu weit gegriffen. Ja, nee, aber hier ging es ja jetzt jedenfalls mal um die Frage, sozusagen, inwieweit besteht eine reale Alternative für den Nutzer. Und die besteht halt schon, weil man kann es nicht nutzen. Und das ist ein bisschen unpraktisch, aber es ist nicht das Ende der Welt. So, dann kommen wir noch, ich habe hier noch ein, zwei weitere Zitate, die ich zum Besten geben muss. Ja, nicht belastbar ist ebenso das Argument des Bundeskartellamts. Durch die Sammlung von Daten könnten materielle und immaterielle Güter der Nutzer des Netzwerks bedroht werden, so zum Beispiel im Hinblick auf etwaige Vermögensdelikte, beziehungsweise unter dem Gesichtspunkt der Offenbarung von Einkommen, Aufenthaltsorten, Krankheiten, politischen Ansichten oder sexueller Orientierung. Abgesehen davon, dass dieser Gesichtspunkt an den Gebotsaussprüchen der angefochtenen Amtsentscheidung vorbeigeht, weil sie ohne Rücksicht auf die genannten Aspekte aller Mehrdaten erfassen, sind die Ausführungen in der Sache substanzlos und nichtssagend. Substanzlos und nichtssagend. Ja, das finde ich wirklich Warum herrlich, das? weil es, was das OLG hier in etwas gewundenen Worten sagt, ist einfach, ihr malt den Teufel an die Wand, ihr zeichnet irgendwelche düsteren Dystopien, was alles Schreckliches mit diesen Daten passieren könnte, wie es ja die Verfechter des Datenschutzes tatsächlich regelmäßig tun, aber ihr weist das nicht nach, dass irgendwas davon tatsächlich passiert, und das bloße in den Raum stellen von ja, es könnte ja aber theoretisch sein, ja sicher, theoretisch könnte vieles sein, aber darüber reden wir hier nicht, sondern über das, was ihr halt belegen könnt. Und das naja, könnt aber es belegen. Hat ja nun auch schon praktische Relevanz entfaltet durch die Datenskandale der vergangenen Jahre, also Cambridge Analytica, wenn ich da mal das einführen darf. Also es ist ja nicht, das scheint mir substanzlos zu sein, was das OLG da selbst gesagt hat. Cambridge Analytica, da lief ja tatsächlich was schief. Das war ja von Facebook nicht so, nee, aber in dem Sinne, dass das sozusagen auch von Facebook nicht so beabsichtigt war. Also, aber das ist eine weitere Diskussion jetzt. Also sagen wir mal so, meines Erachtens haben die es billigend in Kauf genommen, zu lange Zeit, ne? Und dann eben festgestellt, das geht so nicht. Mag der eine so oder der andere so sehen, sagen wir mal. Dann ist natürlich hier noch der Punkt, Moment, zum Stichwort Kenntnis der Nutzer, also quasi Informiertheit ihrer Entscheidung. Da sagt das OLG eben auch, in den AGB wird weitgehend darüber aufgeklärt. Mag sein, dass die kaum jemand liest, aber auch das wiederum ist dann eben einfach Ausdruck der persönlichen Präferenz, dass es einen nämlich augenscheinlich so sehr wohl doch wieder nicht interessiert, denn sonst könnte man es schon tun. Spielte denn in diesem Zusammenhang auch eine Rolle, dass das ja auch um Daten geht von Dritten, die da gar nicht noch gar keinen Account haben und die trotzdem schon gesammelt werden auf diesen Like-Buttons, oder ist das sozusagen... Nee, das war hier nicht relevant, sondern hier geht es tatsächlich um Facebook-Nutzer. Das OLG sagt eben auch, das wird ja auch erst dann relevant, wenn du Facebook nutzt und noch einen weiteren Dienst, denn sonst gibt es ja nichts zusammenzuführen. Bei diesem weiteren Dienst hast du ja auch zumindest mal jedenfalls dazu zugestimmt, dass dieser weitere Dienst für sich genommen deine Daten sammelt. Was wäre das jetzt zum Beispiel? Instagram zum Beispiel. Ja. Das heißt, es geht ja nur in Anführungsstrichen um die Frage, ob du das zwar okay findest, dass Instagram deine Instagram-Daten sammelt, Facebook deine Facebook-Daten, aber schlimm findest, wenn beides kombiniert wird. Und das ist jetzt auch eine Annahme, für die erstmal nicht so wahnsinnig viel spricht. Also ich meine, es mag natürlich diese Präferenz so geben, und dann ist man ja frei, wie gesagt, es zu lassen. Aber es drängt sich jetzt jedenfalls nicht auf, dass man irgendwie das jeweils für sich genommen okay, aber in Kombination ganz schlimm finden würde.
Und dann haben wir hier noch zu guter Letzt, ja, ich glaube, das soll jetzt mal, also ich habe übrigens auch auf Twitter, ich pack mal einen Link in die Shownotes, so ein kleines Best-of zusammengestellt der schönsten Zitate aus diesem Urteil. Es gibt noch einige mehr, als ich hier jetzt vorlesen kann. Kann man sich wirklich ausdrucken und irgendwie unter das Kopfkissen legen oder ja, so. Oder auch nicht. Oder als Warnung an die Wand nageln. Denn ich liege natürlich mit Konstantin über Eck, das möchte ich, wer das noch nicht jetzt klar rausgehört, möchte ich es nochmal explizit sagen, auch als Berichterstatterin, die seit Jahren Facebook, Google, Amazon covert und auch diese Unternehmen wirklich eigentlich, also ich wage zu behaupten, ziemlich gut kennt. Also ich habe sie auch schon in ihren jeweiligen Zentralen besucht und mit vielen, vielen Leuten gesprochen. Der Punkt ist, dass man natürlich über Datenschutz sagen kann, was man will, aber er hat natürlich auch in den letzten Jahren durchaus Wirkung gezeigt. Und es ist nicht so, dass jetzt die etlichen Verfahren, die es zum Beispiel auf EU-Ebene zu Google gegeben hat oder auch die Vorwürfe, die es gegenüber Amazon gegeben hat, nicht fruchten würden. Also es ist tatsächlich so, dass es durchaus sinnvoll finde, wenn da mal ordentlich Gegenwind kommt, weil es die Unternehmen letztendlich auch besser macht. Ich finde, Facebook könnte auch noch wesentlich besser werden, wenn sie sich einfach die eine oder anderen Bedenken mal wirklich zu Herzen nehmen würden und nicht immer nur so tun, als würden sie es tun. Das ist sozusagen nur meine Beobachtung, die ich hatte. Also wenn man zum Beispiel mal Alexa nimmt, ja, Alexa hat ja, da gibt es natürlich auch erhebliche Kritikpunkte noch, aber es gibt weitreichende Datenschutzmechanismen und die hat Amazon auch deswegen eingeführt, weil es natürlich wusste, wie insbesondere Deutschland und deutsche Kunden eben auf Datenschutz reagieren. Lustig, dass du dieses Beispiel wählen solltest. Da würde ich nun gerade unmittelbar dagegen halten, dass Alexa und Dito, die Home Assistants von Apple und Google, in Deutschland aller Voraussicht nach perspektivisch deutlich schlechter funktionieren dürften als in anderen Ländern, weil es nämlich vor ein paar Wochen eine Verfügung, wenn ich mich recht entsinne, das ist jetzt hier ja eigentlich nur eine Randnotiz, einer Datenschutzbehörde gegeben hat, die gesagt hat, ihr dürft die dort aufgenommenen Dinge nicht mehr händisch von Leuten abgleichen lassen. Also ihr dürft nicht mehr händisch kontrollieren, ob Alexa richtig verstanden hat, was die Nutzer ihr gesagt haben, weil das ja quasi irgendwie eben auch wieder unter Datenschutzgesichtspunkten ganz fürchterlich sei. Also sprich, eine der vielversprechendsten und momentan am stärksten in Bewegung befindlichen Technologien, nämlich Voice Recognition, wird dadurch einfach auf Deutsch deutlich schlechter funktionieren, perspektivisch. Das ist aber ganz ehrlich, glaub mir, du darfst die Innovationskraft der Unternehmen nicht unterschätzen. Glaub mir mal, die werden andere Möglichkeiten finden, die vielleicht datenschutzrechtlich weniger bedenklich sind und dann ist wirklich allen Seiten geholfen. Also es ist halt einfach keinem geholfen, weil es ja gar kein Problem gegeben hat, dass man hätte lösen müssen. Also es ist einfach völlig... Natürlich, also insbesondere bei den Sprachassistenten gibt es ja datenschutzrechtliche Bedenken und je mehr die ausgeräumt wird, desto besser. Also auch für das Unternehmen. Was bringt es dir, wenn du so ein Ding entwickelst und sich das keiner reinstellt, weil die ja, weil aber dazu gibt es ja keine, also ich meine, dass sozusagen, dass der Teil, den ich sage, nachdem ich dieses Aktivierungswort gesagt habe, dass der übertragen wird, wenn mich das ernstlich stört, dann weiß ich nicht, dann ist mir einfach nicht mehr zu helfen, glaube ich. Das ist doch geradezu der Sinn und Zweck davon. Und dass das in anonymisierter Form zu Qualitätssicherungszwecken im Einzelfall dann eben auch überprüft werden könnte. Also, aber entschuldige bitte, Konstantin, der Punkt ist, dass das so klar definiert wird, was übertragen wird und was nicht, dass das mit diesem Ring deutlich gemacht wird, ist einfach ein proaktiver Ausschluss gewesen der Datenschutzdebatte, die wir im Vorfeld hatten. Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt. Mit Amazon so besprochen. Also ich habe Cover dieses Unternehmen wirklich schon seit einiger Zeit. Es gibt eben Dinge, die sie dann proaktiv hier schon in Deutschland eingeführt haben oder überhaupt bei ihren Geräten, wohl wissend, dass es die Datenschutzdebatten in den Jahren zuvor gab. Ich würde ja jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, dass der Datenschutz niemals irgendetwas Sinnvolles bewirkt hätte. Das wäre ja auch noch schöner. Aber ganz überwiegend nicht. Und um jetzt jedenfalls mal zu diesem Verfahren hier zurückzukommen, inhaltlich haben wir, glaube ich, das meiste zu der Entscheidung gesagt. Die Konsequenzen
sind, obwohl es eigentlich halt nur eine Eilentscheidung in erster Instanz ist, wahrscheinlich recht gravierend. Zum einen kann gegen diese Eilentscheidung dann können noch Rechtsmittel eingelegt werden zum BGH. Das Problem aus Sicht des Bundeskartellamts ist aber, dass der BGH sich da in der Regel auf eine Plausibilitätsprüfung mehr oder weniger beschränkt. Also sprich, da müsste der Beschluss des OLG schon ganz arg neben der Sache liegen. Ansonsten stehen die Chancen wohl relativ gut, dass das im einstweiligen Rechtsschutz vor dem BGH hält. Und in der Hauptsache weiß der Teufel, das mag so oder auch anders ausgehen. Der Punkt ist halt nur, Es ist der gleiche Senat, der entscheidet beim OLG darüber. Ne? Auch da wäre dann wieder der BGH derjenige, der das letzte Wort hat. Ja, also beim OLG würde ich in der Tat sagen, ist eigentlich relativ klar, wie es in der Hauptsache ausgeht. Wenn die ihre Auffassung zwischen der Entscheidung im Einstweiligen und in der Hauptsache nicht komplett ändern, dann werden sie auch da sagen, die Verfügung des Bundeskartellamts sei rechtswidrig. Dann geht es zum BGH, dann geht es möglicherweise zum EuGH. Und was dann am Ende rauskommt, keiner weiß es. Der Punkt ist aber, es vergehen Jahre. Bis dahin ist dann die Situation vielleicht schon wieder ganz anders. Weißt du, bis dahin hat sich das alles schon wieder so sehr weiterentwickelt, die Technik und was Facebook macht und so. Genau, oder der Gesetzgeber. Oder auch der Gesetzgeber. Und also hier jedenfalls Ruprecht Potzun, der Professor für Kartellrecht an der Universität Düsseldorf ist, hat als Einschätzung dazu gesagt, obwohl er übrigens mit dem Vorgehen des Bundeskartellamts eigentlich einverstanden ist, aber er sagt, wenn man ehrlich ist das Verfahren mit der heutigen Entscheidung tot. Selbst wenn das Kartellamt in einigen Jahren in letzter Instanz Recht bekommen sollte, hat sich die Situation bei den sozialen Netzwerken so stark weitergedreht, dass das Ganze dann nur noch ein historisches Kuriosum sei. Dazu. Da mag er durchaus recht haben. Aber jetzt kommen wir noch zu etwas Launigem, nämlich das Gerichteurteil. Richtig. Das hast du vorbereitet, ne? Das habe ich vorbereitet. Sag mal, was ist? Es geht um die Erhebung von sogenannten Erschließungsbeiträgen. Zu diesem Thema gibt es übrigens, da kann man durchaus mal den Hinweis anbringen, einen längeren Beitrag in der Lage der Nation, ein anderer Podcast, der sich in erster Linie mit politischen Themen beschäftigt, aber auch immer wieder mit rechtlichen. Und die haben in einer ihrer letzten Folgen, ich bin nicht ganz sicher, in welcher genau, ein längeres Segment gehabt zum Thema Erschließungsbeiträge, dass das nämlich also für die Anwohner mitunter eine unverhoffte und ganz schön krasse finanzielle Belastung bedeuten kann, wenn die Stadt eine Straße zu ihrem Grundstück legt oder auch nur eine ihrem Empfinden nach eigentlich schon vorhandene, aber offiziell rechtlich noch nicht als solche anerkannte Straße fertigstellt und sagt so, also jetzt ist das hier erschlossen und jetzt müsst ihr euch daran beteiligen, weil das nämlich für euch ja einen besonderen Vorteil bedeutet. So, das ist also generell eine Sache, die mitunter schwierig ist, aber wir wollen uns jetzt hier nur einem ganz speziellen Fall widmen, wo das nämlich nochmal zusätzlich verschärft wurde, dadurch, dass hier die Stadt Bonn spätestens im Jahr 1986 zuletzt Bauarbeiten an dem betroffenen Straßenteil ausgeführt hat. Ja? Seitdem ist dann schon ein Weilchen her. Genau, seitdem ist da nichts mehr passiert. Und dann im im Juni 2017 vielmehr, also 31 Jahre später, kam sie auf die Idee, den Anwohnern Gebührenbescheide zu schicken. Warum erst so viel später? Naja, weil damals 86 die Ecke einer Garage irgendwie noch in den Gehweg hineingeragt hat. Das entsprach aber nicht dem ursprünglichen Gestaltungskonzept. Dann wusste man nicht so recht, wie man das irgendwie damit jetzt umgehen sollte. Und dann irgendwie 2016, also wirklich endlose Zeit später, hat man sich einfach überlegt, dass man das Gestaltungskonzept halt insoweit ändert, dass es eben sagt, es ist okay, dass die Garage da reinragt. Und deshalb konnte man dann erst das Ganze offiziell abschließen und widmen. Also erst 2016 bestand diese Straße quasi in rechtlicher Hinsicht, wenn du so willst, und den Gebührenbescheid erlassen. So, aber
Das, das ist ja wirklich auch, das ist auch ein Kuriosum. Das ist halt einfach ein natürlich groteskes Auseinanderfallen von rechtlicher Würdigung, die sagt, erst seit 2016 ist da eine fertige Straße, und einfach Wahrnehmung der Anwohner, die da seit 1986 diese Straße haben, an der sich seither nichts mehr verändert hat und auch im Übrigen keinerlei Vorstellung über die Vorgänge, die da irgendwie in der Verwaltung sich vollziehen haben und sich darüber keine Gedanken machen können oder müssen. Das Gericht, und dann haben sie eben natürlich gegen den Gebührenbescheid geklagt, sind wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen erstmal. Und in der Tat, das Gericht hat ihnen Recht gegeben. Es hat gesagt, jedenfalls nach mehr als 30 Jahren seit Entstehen sei die Erhebung von Gebühren ausgeschlossen. Ich möchte hoffen, dass sie ehrlich gesagt auch schon deutlich vorher ausgeschlossen ist, weil ich meine, jetzt nach 29 Jahren würde es meinem Rechtsempfinden auch widerstreben. Ja. Aber das war jetzt hier insoweit nicht zu entscheiden, denn hier waren es ja tatsächlich 31 Jahre. Und ja, ich würde sagen, wenn das kein gerechtes Urteil ist, dann weiß ich es auch nicht. Finde ich auch sehr gerecht. So, und damit wären wir jetzt am Ende der Sendung, des Podcasts. Danken für die Aufmerksamkeit. Freuen uns über Feedback. Genau, freuen uns über Feedback auf blogs.faz.net/Einspruch, wo ihr was zu den einzelnen Folgen schreiben könnt. Oder in der lila-weißen Apple Podcasts App, wo ihr uns eine Sternchenbewertung geben und so insgesamt was zu dem Podcast schreiben könnt. Das würde uns beides sehr freuen. Ebenso natürlich, wie wenn ihr auf faz.net/Einspruch testen geht und euch dort ein Probeabo klickt. In dem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.